Herzlich willkommen hier, zweite Folge auf dem Marsch. Heute ist letzter Herbsttag. Der Winter deutet sich schon an. Erste Vorhersagen mit Schnee. Wir werden mal die Fahrzeuge alle zurückbringen. Die Fahrzeuge werden dann mal gewartet. Aber zuerst werde ich mit näher um die Tiere kümmern. Also Schweine füttern, Kühe versorgen. Und wir fahren mal die Fahrzeuge zurück. Beziehungsweise wir fahren die. Wir lassen sie fahren, ne? Tschüss. Das Geflügte, das reicht. Das machen wir im Frühjahr mit Hopfen. So ist das vorgesehen. Mit ohne Licht. Auch zurück. Tja, jetzt kommt der Winter mit. So, gut, den gleich mal nehmen. Und die werden die Tiere füttern. Genau, Lenkung. Gut, hier im Hof geht das. Das heißt, den roten Anhänger und schnappen. Traktor ist ein bisschen klein, aber der schafft das. Und sobald wir die Tiere versorgt haben, Wasser und mit Futter, dann werden wir sofort loslegen und ja, alle anderen Arbeit machen, ne? So, mit der Lenkrad. Hey, da steht ein Weg, du. Gibt's doch gar nicht. Das ist schlecht. Ja, die müssen alle gewaschen werden und repariert. So. Machen wir gleich eine zweite Reihe. Ja, alle Felder sind soweit bestellt und auch gepflügt. Wie gesagt, die beiden letzten Felder, da kommen frühe Hopfen rein. Das machen wir jetzt nicht. Ein richtiger Verkehr hier. Naja. Bei der Vorfahrt, ne? Da muss alles gewaschen werden, repariert, soweit es geht. Und dann weggestellt. Vollgetankt natürlich. Wir werden mal auf 5 einstellen, dass es ein bisschen heller wird. So. Die ersten Flocken fallen. Wie schön. Und oh, Regen. Ui, ui, ui. Das ist der erste Regen nach langer Zeit. Wie gesagt, auf der Thüringen-Karte, da ist ja fast immer Regen gewesen. Fast jeden Tag. Und hier haben wir halt bisher fast nur trocken gewesen. Also der Regen ist gut. So, erstmal sehen, was wir im Futter kriegen. Wieder was machen müssen. Wieder irgendwas. Ja. Hauptsache, dass ich so hoch da hänge. Silage, nichts. Heu, Roh, Frustration.
Aber wir sind nicht ganz sicher, ob da reinpasst. Wenn die reinpasst, wollen wir einen anderen Hänger nehmen. Das ist ein großer Hänger. Könnte zu groß sein. Muss aber nicht. Ja, letzter Herbsttag, das heißt alles vorbereiten für den Winter. Also Winterfest machen heute. Alles wegräumen. Nee, das gibt's nicht. Die brauchen Anhänger. Wo ist der Originalanhänger? Dann nehmen wir gleich einen anderen Traktor. Der pfeift ja aus dem letzten Loch. So, das ist ja sicherlich der andere gleiche Grün. Der gleiche oder jetzt? Erstmal wenn ein Kipp in eine Halle hier oder ein großes Speicher, ein Lager rein, ne? Bremse. Gewitter haben wir auch noch gleich. Dann wollen wir sehen, was für einen anderen Traktor wir kriegen. Mit einem Anhänger. Schauen wir mal. Wo ist der überhaupt da? Ne? Mal suchen. Der ist so klein. Du fährst hier doch und dämlich. Puh, haben wir doch lassen. Dann gehen wir ganz kurz bei den Kühen rein und geben ihm mal Wasser. Und dann gleich irgendwo den Hänger sehen. Mist haben wir genug, da haben wir richtig Mist fahren heute. So, da haben wir keinen. Der blaue ist vermisst. Hier haben wir auch keinen Hänger. Jetzt haben sie mal Wasser. Wo ist er bei der BGH? Ah, jetzt weiß ich, wo der ist. Bei den Schweinen. Und so ist er, wenn man nicht aufräumt, ne? Die Silageballen hier noch, unsere fürs Futter. Ups. Hier, das wächst auch schon mal schön. Wir werden früher düngen, ne? So, da sind wir. Das ist ein anderer Anhänger, ne? 800 Bandit. Ein bisschen kleiner. Da zackt das genauso vor. Dann fahren wir den mal zum Hof zurück. Lenker ist hier auf 0. Dann können wir den bei anderer Stelle was verkaufen. So, Lenkrad auf 0. Sonst ist hier dauernd, fährt er nach links oder rechts. Konstant. So.
Gib mal eine Stroh ab. Jetzt können wir nämlich genug Zeit für die Tiere. Wow. Machen wir zum Hof und dann gehen wir gleich mal Traktortausch. So. Licht wollte ich machen. Die Saat ging auf, das ist gut. Weizen. Grün auch. Passt. So. Kriegen die auch. Jetzt fahren wir gleich mal zur Mischfabrik und nehmen wir gleich einen Traktor tauschen. Den Traktor werden wir gleich in die Garage fahren. Der ist eigentlich gut repariert. Das ist okay. So. Start. Das sind also nur Kleintraktoren für Düngermaschinen, also für einen Einachser, dafür reicht das. Die müssen auch mal gewaschen werden. So. Das rumpst dir. Na genau, das ist noch richtig nicht. Der nötigen Leistung hier, ne? Ups. Fahren wir hier lang. Können wir die nächsten Sachen Angriff nehmen, das heißt hier Ställe umbauen, Tiere umsiedeln und, ne? Also Arbeit mehr als genug. Genau, Winter, wenn der Winter beginnt, werde ich den Geomod austauschen. Und mehr ist eigentlich nicht. Und da passt nämlich rein. Was geht überhaupt rein an den Stellen? Alles zu kalt, ist auch Gras. Gut. Schweinestall muss geputzt werden und Futter. Kühe müssen Futter haben. So, und ein bisschen Wasser, ne? Läuft ja noch. Unser Heu. Aber mehr als genug. Können wir schon um die Produktion kümmern, alles läuft. Angefangen von der Brauerei, das sind so, ja, Sägewerk, ne? Dann können wir mal Fleisch verkaufen, Leder verkaufen. Hab ich noch ausprobiert, wie es rauskriegt, wenn man das runter scrollen muss, ne? Ja. Und dann haben wir sicherlich genug Geld, um Frühjahr Stadtler zu machen. Zuckerfabrik. So, kleine Felder kaufen für Zuckerrüben. Nähe, wenn es geht, ne? Aber das machen wir, wenn wir Geld verdienen. Diesen brauchen wir noch.
bisschen Milch am Auftrag verkaufen bei Gelegenheit. Mist an BGH. Dünger. Also Zeit, da fünf genug. Das ist mein Haus gewesen hier. Wir haben Hunger. Der Wahnsinn. Müsste ich gleich mal die BGA die Lage klar machen. Ich habe eine Pause gemacht. Ah, das rennt ja nicht weg. Also bin ich voll. Jetzt kriegen die Kälber was. Also haben sie schon genug. Noch ein Schwung. Geht zu. So, liebe Schauer, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss und wenn gewinke, ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter. Ja, Schweine und noch ein bisschen Kühe. Bitte. Tschüss.